Ach, endlich sind wir in Berlin. Wir haben vor 3 Jahren das erste Mal darüber gesprochen. Und endlich sind wir bei Joanna Mountfield in Berlin. Herzlich willkommen. Ich durfte mir 2 ganz tolle Stunden angucken. Allegro und Cher. Ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Die werden ganz, ganz, ganz schön. Und ja, dieses Studio ist wirklich schön. Es ist in Kreuzberg. Mhm. Und man kann einen Tower machen und Allegro, sehr schöne Tower, die, da gehen wir gleich fertig, dann können wir die gleich nochmal filmen. Okay. Und Allegro und Chair und ach, es ist einfach ein perfektes Studio. Oh, danke. Es könnte sein, dass einige Leute dich noch nicht kennen. Magst du ein bisschen was über dich erzählen? Zum Beispiel, du bist ja eine derjenigen, die schon immer da war, also als ich das angefangen habe, dann gab es dich schon. Urgestein hat mich jemand genannt irgendwann. Ein Urgestein. Die Studio habe ich dann erstmal in den Ende der 90er geöffnet. Also 99 hatte ich die erste Studio in Berlin. Nicht allzu weit von hier. Und das ist unsere 3. Location jetzt. Ah, okay. Und natürlich hat der Markt in Deutschland komplett geändert seit dann. Da war Pilates total unbekannt, wusste keiner, was das war. Und heutzutage gibt es auf jeder Ecke langsam eine Studio, auch mit den Geräten, was ich schön finde. Ja. Es gibt immer noch Leute, die nicht wissen, dass so viel, so einen großen Teil von der Methode auf die Geräte stattfindet. Ja. Und auch nicht weiß natürlich, dass die Geräte total unterstützend sind, dass man damit dann besser bewegen kann, vor allem als Anfänger, weil die Geräte so unterstützend sind. Ja, das stimmt. Und vielseitig aus, auch. Und warst du denn die Erste in Berlin oder eine der Ersten? Nein, ich war nicht die Erste. Da gab es ein ganz kleines Studio bei irgendjemand zu Hause, an anderer Seite der Stadt. Das war die allererste Studio. Und sie hat in ihr Wohnzimmer eine Reformer und nicht mal ein Cadillac, ein Wall Unit und ein Chair. Okay. Und da gab es so 2, 3 Leute, die mittlerweile Studios haben. Wir haben alle dann in dieser Studio begonnen. Ah, okay. Und wo hast du ursprünglich mit Pilates angefangen? Das ist schon länger. Das ist in die 80er eigentlich, als ich noch Ballett trainiert habe. Und es gab damals dieses Buch von Gail Eisen und Philip Friedman, The Pilates Method of Body Conditioning, was man jetzt wieder kaufen kann, was lange aber out of print war. Ja. Und ich habe dann Kopien bekommen eigentlich von den Übungen als Ergänzung zu dem Tanztraining, dass man sich besser organisiert und besser bewegt und so weiter. Und da habe ich dann das erste Mal Pilates kennengelernt überhaupt, also ganz klassisch. Und meine erste Ausbildung habe ich eigentlich in Chicago gemacht, weil es gab zu diesem Zeitpunkt kaum was in Deutschland, das man machen könnte. Hast du denn da schon in Deutschland gelebt? Ja, ja, ich lebe in Berlin seit 1994. Okay. Und der Zeit geht schnell vorbei. Ja. Und dann hast du in Chicago deine Ausbildung gemacht? Und genau. Was für eine Art Schule war das dann? Das heißt Physical Mind Institute eigentlich. Das ist nicht so bekannt in Deutschland irgendwie. Ich habe irgendein Buch von denen. Ja, genau. Ja, ja. Aber in Amerika ist das ziemlich bekannt und es ist auch relativ klassisch. Auch die Training, die ich hier gemacht habe, in die erste Studio, wo ich gelernt habe, war auch sehr, sehr klassisch. Und dann am Anfang die 2000s gab es dann ProStar zum Beispiel in Deutschland. Ja. Und es hat sich langsam verbreitet und gibt dann immer mehr unterschiedliche Richtungen von den Ausbildungen. Und mittlerweile habe ich so viele Ausbildungen von allen möglichen Richtungen gemacht, weil ich das immer schön finde, unterschiedliche Blickrichtungen kennenzulernen und so die Erfahrung zu haben, wie das geht in den Körper. Und bei dir kann man hier auch eine Ausbildung machen? Ja, genau. Genau. Seit wann gibt es das? Seit 2003. Ja, Wahnsinn. Mhm. Und was ist das Besondere an der Ausbildung? An meiner Ausbildung? Müsst ihr wahrscheinlich die anderen fragen. Ja, das ist eigentlich, der Struktur ist ganz anders als die meisten Ausbildungen. Das gibt es nicht im Wochenendformat. Obwohl das schön wäre natürlich, da wäre es für mehr Leute zugänglich. Mhm. Aber wir treffen uns wöchentlich, es geht auch über ein Jahr eigentlich, mit mehr als 150 Seminarstunden.
im Studio. Und es ist wirklich eine so Immersion Experience, sozusagen. Was heißt das? Das heißt, dass die Leute dann auch im Studio üben können, die Geräte, dass die hier die Hospitationsstunden machen kann und in die Kurse teilnehmen. Und die Idee ist, dass die dann für diesen ganzen Jahr so wirklich im Studio sein dürfen und alles absorbieren kann. Es ist eigentlich eine andere Erfahrung als kurz mal für ein Wochenende irgendwo und zurück. Ja. Und man hat dann mehr Unterstützung, glaube ich. Aber das ist natürlich nicht für jeder dann der richtige Weg. Aber wir genießen, wenn man nicht in Berlin ist. Obwohl, ich muss sagen, wir haben Leute aus Polen. Die kommen alle nach Berlin, ja? Jedes Jahr. Wir hatten eine Frau, die wöchentlich aus Polen gefahren ist. Und wir hatten in die gleiche Ausbildung einen Mann, die hier eine Straße weiter wohnt. Und er war immer spät. Und sie war immer pünktlich. Die Christine natürlich kam aus Leipzig jede Woche. Ja. Also wir haben schon Leute, die dann von ein bisschen weiter weg kommen, weil die wirklich dieses Weg gehen möchte mit der Ausbildung. Ja. Da freue ich mich. Ja. Ich habe mit Christine auch darüber gesprochen und sie war auch so begeistert. Oh, das ist schön. Ich glaube, das ist wirklich die Art und Weise, wie man es auch lernen kann. Ja. Also nur durch Wochen, also wenn man nicht in einem Studio ist. Ja. Das ist echt schwierig. Also zusätzlich, also wenn man jetzt ein Wochenendseminar machen würde, mehrere, dass man trotzdem noch. Also ich nehme das ja auch mal wieder vor, dass ich in andere Studios fahre und einfach da bin. Einfach zugucken, wie andere arbeiten. Genau. Und dadurch lernt man so viel auch. Ja, das stimmt, ja. Ja, dass man sich einfach damit beschäftigen kann, ist schon sehr, sehr gut. Ja, es ist wirklich so eher eine Leidenschaft. Es ist, wie gesagt, geschäftlich ausgesehen wahrscheinlich nicht das Optimal. Aber das ist die Art, wie wir das so gern machen hier und es ist wirklich eine Leidenschaft, das so beizubringen in dieser Atmosphäre, neue Trainerin dann raus in der Welt zu schicken. Ja. Aber es ist immer ein Anfang und dann macht man das ganze Jahr oder kann man jederzeit einsteigen? Nee, das beginnt dann immer, im Moment beginnt es immer im Herbst und läuft dann so ein Jahr und dann kommt die nächste Gruppe. Mhm. Also wir haben auch Fortbildungen an kürzerer Ausbildungen zum Beispiel für Reformer oder für Chair. Ah, okay. Aber diese kompletten Bewegungspädagogen-Ausbildung, das läuft dann immer über, einmal im Jahr durch. Ah, okay. Das heißt, ich bin dann Bewegungspädagoge. Genau. Für Pilates. Ja. So heißt das. Genau. Okay, der Titel dann. Ja. Ich könnte aber auch Lehrer für Allegros werden. Genau, du kannst dann, also wir haben auch separate Ausbildungen für die Reformer, für Gruppenunterricht und Personal Training auf die Reformer. Chair, weil es kam vor, dass viele Leute dann die Chair gar nicht hatten in die Ausbildung. Ja. Oder dann sehr kurz damit. Und da gibt es so viele Dinge, die man mit dem Chair machen, die man nicht immer in einer sehr kurzen Ausbildung lernen kann. Also es war einfach schön, 3 Tage sich nur mit dem Chair zu beschäftigen. Mhm. Das macht auch ganz viel Spaß. Wirklich eine vielseitige kleine Pferd. Ja, ich benutze ihn auch zu wenig immer. Also ich mach zu wenig drauf. Also in meiner Ausbildung kam er einfach auch zu kurz. Und ich glaube, das war auch die Feedback, die ich von vielen bekommen habe, dass die dann einfach das Ding nicht genug nutzen. Und man vergisst auch, was man dann für die paar Übungen gelernt hatte. Und dann die 3 Tage da war super. Ja. Magst du uns noch mal ein bisschen was erzählen über dieses Studio? Was ist das Schwerpunkt? Du hast gesagt, es ist deine dritte Location. Mhm. Was ist das Besondere, was ist der Schwerpunkt hier im Studio? Also wir haben auch viele Einzelstunden, da ist viel los. Aber der Schwerpunkt ist wirklich eigentlich die Gruppenunterricht auf die Geräte, weil nicht jeder hat das Geld, einfach eine Einzelstunde dafür zu leisten. Und wir haben wirklich einen Schwerpunkt darauf, die Geräte im Gruppenformat anzubieten, um einfach die Pilates-Geräte dann zugänglich zu machen für mehr Leute, dass die dann dieser schöne Effekt erleben kann, wie es ist, mit den Geräten zu trainieren und wie es so unterstützend ist. Also am Anfang muss man oftmals so erklären, dass es andersrum ist beim Fitness, wo man einfach an ein Gerät steigt, um alles schwerer zu machen. Ja. Und bei Pilates ist es genau andersrum, dass es wirklich die große Herausforderung ist, die Mattenübungen eigentlich ohne Hilfe, ohne Unterstützung durchzuführen. Und dass die Geräte dann wirklich für Anfänger eigentlich sehr hilfreich sein kann. Ja. Das finde ich auch gut, dass wir das tun können. Das stimmt. Es ist wirklich so, dass also sich wöchentlich Stunden zu leisten im Personal Training, das können leider wirklich viele nicht. Auch man,
das stimmt. Ja. Und in die Gruppenunterricht ist es auch schön, dass eine sehr schöne Atmosphäre sich aufbaut, wo die Leute sich gegenseitig unterstützen. Ja. Das hat auch so eine kleine Sozialatmosphäre. Die Leute sind dann irgendwann befreundet, werden, machen so kleine andere Dinge außerhalb die Pilates-Studios zusammen. Ja. Und ich glaube, das hilft mir die Motivation auch, wenn man sich ein bisschen mit die anderen verbunden fühlt. Stimmt. Und freut sich, die anderen zu sehen. Ja, ich unterrichte auch echt gerne Gruppentraining am Gerät. Ja. So, ich mag auch gerne, wenn es nicht zu kleine Gruppen sind, so, dass man meint, es ist irgendwie ein Personal Training, sondern so 6, 7 so Leute, das ist dann eine richtige Gruppe und die fangen auch nicht an zu quatschen. Das tun die auch trotzdem manchmal. Ja. Genau, also für mich als Trainer ist es auch schön, die Unterschiede. Ich mache gern die Einzelunterricht. Das ist auch super, wenn man sehr genau arbeiten kann mit Kunden, die bestimmten Probleme haben mit dem Körper, die dann ein bisschen intensiver Betreuung. Aber ich freue mich auch auf die Atmosphäre einfach in die Gruppenunterricht. Ja. Ich glaube, die Mischung macht's. Ja, die Mischung macht's. Also, immer was Neues, ist gut. Ja. Den ganzen Tag Personal Training fände ich. Genau, das wäre dann ein bisschen anstrengend. Genau, ja. Eine schöne Mischung und viel Varietät, das ist als Trainer dann immer schön. Dann hoffe ich, dass du noch ganz viel und ganz lange Spaß an diesem Job Dankeschön. Hast. So. Ich hoffe auch. Danke. Und ich hoffe, dass wir bald nochmal wiederkommen dürfen. Ja, gerne. Und ja. Dankeschön. Danke.